Hallo? Hallo, ist denn schon jemand da? Hallo, Chantalle. Hallo Stefan, hi. Super, hallo. Hi. Grüß dich. Ich sehe jetzt irgendwie von den anderen noch niemanden. Ach, Aber die schön, Welt. dich zu sehen. Auch schön, ist auch schön, dich zu sehen. Ich habe auch ganz brav auf dem PC mein Meditationstagebuch gemacht. Super, hallo Clara. Hallo, Clara. Hi, dann fehlen jetzt noch Clara, Pferde. du bist stumm. Ah, Sunset. Clara ist stumm. Hallo Ferdinand, hallo Hallo Ferdinand. du. Janine. Kommt die heute selber in den Chat oder? Nee, die ist schon da, die ist nur gerade in der Dusche. In der Ja, ist Dusche. ja schon gut. Ah, ich bin ja schon. Ah, Entschuldigung. Hallo Janine. Hallo. Hallo ihr Lieben alle. Dann klingel ich als erstes Mal. Nee. Hallo. Ganz herzlich willkommen. Namaste allerseits. Namaste. Schön, dass Namaste. das wieder geklappt hat und dass ihr wieder alle da seid. Das freut mich total. Merkt ihr was? Jetzt sind wir mit unserer Gruppe schon so richtig eingegroovt sozusagen, ne? Das läuft jetzt schon so ein bisschen von allein. Das ist das Gute an solchen Sachen, dass das so einen Zug bekommt, ne? Wenn du mal anfängst und dann gibt es so einen Meditationssog, könnte man sagen, ne? So einen Meditationssog, könnte man sagen. So, ups, jetzt ist die Clara weg. Entschuldigung. Ah, da bist du wieder. Hallo. Also, jetzt will ich natürlich ganz kurz, erstmal kurz fragen, Stefan, wie geht's in deiner Blase? Also die Globuli, nein, die anderen, die haben gewirkt. Und also die Antibiotika haben gewirkt. Meiner Blase geht es wieder gut. Ich muss nicht mehr aufs Klo rennen. Ich muss auch nachts nicht mehr raus. Also ich schlafe wieder wie ein Baby durch die 4 Stunden, die ich schlafe. Was für Globuli hast du denn genommen? Da stand Die, die. Globuli drauf. Was? Die, die ich Nicht drauf. empfohlen habe? Ich Nein, du stand. hattest ihm noch was zum Schlafen Ja, empfohlen, damit man nicht so dieser Tee tief da, schläft. dieser Fencheltee Ja, oder was das war, ja. sag ich doch. Heidelbeer, Himbeer. Ja, der Tee hat, also ich hatte einen leichteren, ich hatte einen Schlaf, aber einen leichteren Schlaf, so dass ich noch rechtzeitig kam. Ja, siehst du, sage ich doch. Globuli und Homöopathie, super, super. Toll. Ja, super, aber das freut mich, dass dir wieder besser geht. Wollen wir einfach mal eine kurze Runde machen, wie es gerade bei euch so läuft mit den Wie geht's denn Meditationen? klar? Clara, wie geht's dir denn eigentlich jetzt so mit der Schwangerschaft? Und das war ja dann doch eine große Nummer. Ja. Es lieb, dass ihr nachfragt. Danke. Ja, also ich habe jetzt mit dem Vater des Kindes nochmal Kontakt aufgenommen. Und Oh, wir wollen uns nochmal treffen. trotz Schafskäse. Trotz Schafskäse. Ist schwierig. Hat Okay. mich schon sehr verletzt. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht. Und dann sehen wir. Dann. No. Aber wird schon werden. Okay. Okay. Da Schon kommt mir okay. jetzt noch. Okay. Wenn du mir später im Chat die Adresse von dir gibst, schicke ich dir ein Globuli-Paket zur Stärkung. Das wäre lieb. Ja, Mach mal klar. nachher, okay? Moin, Ferdinand. Ja. Ich finde das toll, dass du so ein durch und durch engagierter Homöopath bist. Das finde ich super. Klasse. Also wollen wir einfach mal so ein bisschen mal die Runde fragen, wie ist es euch gegangen mit Meditationen, was sind so eure Erfahrungen? Also ich hatte ja auch selber welche und deswegen vielleicht Ja, alle mal. also ich glaube, durch die Meditation ist mein Geist irgendwie klarer geworden. Ich meine, die Leerverkäufe, die ich jetzt mache, um Geld zu machen an der Börse,
die, also ich kriege am Anfang des Tages kriege ich größere Inspiration, welche Aktie denn verlieren wird heute. Ah. Ne? Und dann weiß ich, ah, von denen kannst du mal 10.000 verkaufen, weil ich ja weiß, am Abend kriege ich sie billiger. Und im Abend muss ich sie ja erst haben, das nennt sich dann Leerverkauf. Oh, okay. Und somit, so mache ich mein Geld. Und ich glaube, durch die Meditation ist irgendwie mein Verstand schärfer geworden, zumindest was das angeht. Toll. Also es hat mir beruflich was gebracht. Das ist super. Wir müssen dann allerdings trotzdem noch mal reden, Stefan, mit den bloß 4 Stunden Schlaf, ne? Ja, das ist nicht so viel. Es genügt. Die Börsen sind ja weltweit offen und da muss man morgens Asien und also nachts Asien und spätabends Amerika. Also ich glaube aber, das, was du machst, ist kein gutes Karma. Du, aber das kann dir andere Leute bestimmt besser was sagen zu. Also ich habe mir vorgenommen, mit 55 in Rente zu gehen. Und dafür muss ich noch ein bisschen arbeiten. Naja. Wie ist es denn so bei den anderen mit den Meditationen gelaufen? Ich weiß nicht, beruflich würde es mir vielleicht schon was helfen, aber mein Chordirektor ist gegangen und zwar ganz, ganz plötzlich. Der hat irgendwie einen Lover in New York und hat gekündigt, fristlos, egal was er für Scherbenhaufen bei uns hinterlässt. Johnny. Und jetzt haben wir da so eine junge, unerfahrene Chordirektorin. Zu der habe ich überhaupt gar keinen Draht. Und oh nein. Ich versuche doch in den Sopran 2 zu wechseln. Und jetzt alles, was ich schon angelegt habe und an Vorstößen unserem Chordirektor gegenüber, was so erfolgversprechend aussah, das ist alles gerade für die Katz gewesen. Okay. Und ob ich überhaupt irgendwie einen Draht krieg. Das ist ja furchtbar, Janine. Du musst unbedingt singen und vor allem Sopran. Und dann hat dir die Meditation so geholfen. Oh. Was nützt mir das, wenn sie mich zuhört am Ende des Tages? Oh, weh. Janine, ich kann das nachvollziehen. Immer dann, wenn ich, wie ich noch bei der Bank gearbeitet habe, immer dann, wenn ich befördert werden sollte, hat die Abteilungsleitung gewechselt. Immer genau dann. 10 Jahre lang. Bis mir es dann gestunken hat und ich jetzt an der Börse arbeite. Das ist ja, eindeutig aber besser. Aber es ist ja einfacher, an der Börse was zu kriegen, Stefan. Entschuldige bitte, als jetzt im Chor. Das ist ja was völlig aber ich anderes. Ich meine jetzt mal ernsthaft. Als professioneller Musikerin. Kann ich nicht beurteilen. Siehst du? Also Janine, das Einzige, was ich weiß, ist, dass du unbedingt ganz viel singen musst. Das tut deiner Seele und deinem Karma und allem, deiner Aura so gut. Und Mensch, das Ach, tut so mir so schön. Ja, wenn ich verkrampft bin, dann kann ich gar nicht singen. Du musst ganz, ganz viel meditieren. Du musst ganz viel, besonders in den schweren Zeiten, Janine, musst du ganz viel meditieren. Ich versuche das, ja. Das tut mir so leid. Am besten in die Stimmbänder rein meditieren. Ja, machst du jetzt dann Witz, Stefan, oder? Ja. So wie es Stefan immer macht. Aber man kann in die Stimmbänder meditieren. Man kann auch ins Zwerchfell meditieren. Bei der Blase hat es doch auch geholfen. Brauchst du dich nicht drüber lustig machen? Mach ich nicht. Also ins Zwerchfell habe ich ja schon rein meditiert und das hat ja richtig gut gefunkt, ja. Weißt du, vielleicht musst du in dein Gehirn rein meditieren. Voll ins Gehirn rein meditieren, sodass das nächste Mal, wenn du die neue Direktorin triffst, das von deinem Kopf aus und vom Zwerchfell aus zu ihr rübergeht. Und du sie direkt erwischen kannst mit einem mega ruhigen Geist. Hast du da ein Mantra, was ich nehmen könnte? So. Also ich wollte eins heute nehmen, aber das ändere ich jetzt. Nur dafür, für dich, Janine. Cool. Ja,
Dann machen wir heute ein anderes Mantra, was besonders dafür geeignet ist, den Geist total zu beruhigen. Okay? Das ist jetzt alles so aufregend. Mensch, super, dass ich das jetzt ausprobieren kann, weil das neue Mantra, das habe ich gerade erst gelernt. Aber jetzt muss ich ja trotzdem noch mal bei den anderen, wie geht's euch denn? Mit dem Meditieren meine ich jetzt und so. Ach, ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, aber ich habe jetzt ein ganz neues Buch angefangen. Da habe ich jetzt schon mal die ersten Sachen aufgeschrieben. Wo waren das? Ist es normal, dass man anfängt, Farben zu sehen? Das kann schon mal passieren. Lila? Meinst du jetzt mit geschlossenen oder mit offenen Augen? Mit geschlossenen Augen. Ja, das ist total normal. Manche Leute berichten von ganzen Farbstürmen. Okay. Super, Ferdinand, das ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg des Meditierens. Mach da weiter mit. Mach mit den Farben, wenn die von sich aus zu dir kommen, dann soll das was heißen. Okay, bei mir war das lila. Irgendwie war alles super. Lila. Toll. Ja, toll, Ferdinand. Ja, und du, Clara? Ich habe alles gut mitgeschrieben. Es hapert noch ein bisschen an der Praxis. Ich stimme insofern mit Stefan überein, dass ich auch nur 4 Stunden nachts schlafe, weil meine Kinder halt dann doch schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Und jetzt mit der Schwangerschaft und so, und ja, ich bin noch ein bisschen hinten dran, aber okay. Ich probiere es. Aber ich habe alles mitgeschrieben. Oh, okay, super, weil das ist ja auch schön dann für auch später. Und genau. So. Okay. Wird schon. Ja. Also ich habe ja auch selber, ich führe ja auch ein Meditationstagebuch, ne? Und dann habe ich also kürzlich so mitten beim Meditieren diese Erfahrung gemacht, dass man in so eine ganz große Stille hineinkommt, wo dann fast so wie so eine Kathedrale, nur in viel, 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 viel größer. Und alles ist ganz, ganz ruhig. Das war auch toll. Und ich habe dann, um dich, Stefan, da an der Hand zu nehmen, ich habe dann auch Farben herbeigerufen. Und dann war am Ende die Riesenkathedrale mit ganz vielen Farben gefüllt. Es ist auch schön so, ne? Ferdinand. Also bleib da dran mit dem Lila, ne? Ferdinand. Du meinst, mich meinst du, ja. Nicht Stefan. Nicht Stefan. Nee, Ferdinand. Stefan ist der. Ja. Das siehst du ja nicht. Also ich meinte doch Ferdinand mit den Farben. Und für dich, Stefan, ruf mal Farben herbei. Das ist doch ein gutes Thema heute mit den Farben. Komisch, dass ich, dann passt vielleicht meine Yoga, aber macht nichts. Also ich habe auch eine schöne Yoga-Übung für uns heute. Also ne? Farben kann ich auch herbeirufen, ohne Probleme. Ich war vor 2 Monaten im Floating Tank, da war es auch total ruhig. Also mal eine Stunde ohne was, ohne ein Geräusch, das ist auch interessant. Stefan, du überraschst mich. Du bist doch ein bisschen vielfältiger, als ich gedacht hätte. Toll. Ach Mensch, jetzt guck dir Janine an. Wir müssen ganz dringend die Yoga-Übung machen. Ich zeige euch die heute. Also heute die Übung ist eine Übung in Bewegung. Ist keine Standübung. Und ich nenne sie den Staubsauger. Okay? Also ich zeige euch das erstmal. Bleibt mal sitzen, damit ihr das sehen könnt. Jetzt muss ich gucken, wie ich die ein bisschen höher noch. Mein Bleistift. Okay, also der Staubsauger, okay? Also du stellst dich ungefähr hüftbreit hin und der Staubsauger ist hier unten in Ruhestellung, ne? Ist das jetzt ein Bodensauger oder ist es so ein Standsauger oder ist es egal? Das ist einer von den Kleinen, die alleine saugen und die dann immer zu ihrer Station zurückfahren. So einer ist es. Was habe ich nicht? Das macht nichts. Du wirst verstehen, wie die Yoga-Übung geht, ob du den hast oder nicht. Also der Staubsauger ist ruhig, ne? Und jetzt fängt er an, drüben in der ersten Ecke zu saugen und saugt. Und dann fährt er in die nächste Ecke und saugt. Und dann fährt er in die ganzen Ritzen oben rein.
Aber der fährt doch gar nicht in die Ecke. Und dann in die nächste Ecke. Und dann fährt er zur Station und wird aufgeladen. Es ist ein Gecko. War das nicht der Blinker? Und dann, wenn er aufgeladen ist, dann fährt er wieder zurück und fährt die gleiche Strecke wieder zurück. Erste Ecke, zweite Ecke, Ritzen, nächste Ecke, und fertig. Was machst du mit den Händen in den Ecken? Das ist immer abgeschnitten. Also die Hände, die saugen. Ah, quasi wie wenn sie darum, dass das Handgelenk so bewegt wird. Ah, okay. Saugen. Ja. Und wenn er auflädt, dann ist es wie der Allblinker, den wir letztes Mal hatten. Dann ist es wie der Blinker, nur ein bisschen anders. Okay. Und dann werden wieder die Meridiane hier aktiviert. Okay, dann steht mal alle auf und macht mit. Und es ist nicht schlimm, wenn ich nicht so einen Staubsauger habe. Nee, das macht überhaupt nichts. Okay, du stellst dich ungefähr hüftbreit hin. Hüftbreit. Du stellst dich hüftbreit hin. Ich sehe euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Okay, also, und jetzt fängst du an, die Hände sind vor dir, da steht der Staubsauger in Ruhe. Und jetzt fährt dann die erste Ecke nach rechts unten. Rechts unten und saugt. Rechts, und saugt. Rechts unten und saugt. Und dann fährt er nach rechts oben und saugt. Und saugt. Und dann fährt er nach oben in die Ritze rein. Ja. Ritze. Und dann links oben die Ecke und saugt oben. Und links unten die Ecke und saugt. Und jetzt zahle alle und komm zur Station zurück. Und ich zeige euch das mal von der Seite. Da ist er in der Station. Ah. Ach so, jetzt aufladen. Aufladen. Ach so, da vorne. Aufladen. Aber gerader Rücken. Gerader Rücken nach vorne. Au. Und dann fährt er zurück. Ich muss gar nicht durch. Links unten. Ja. Links oben. Ja. Ritzen. Okay. Rechts oben. Ja. Rechts unten. Und fertig. Das ist unsere Meditationsübung heute. Das kannst du nachher gleich notieren, Clara. Ja. Links unten. Meine. Nützt gar nicht. Oh. Mit dem Saugen ist es dann diese Bewegung nach oben? Wieso? Ist so. Also so, wie was ich seitlich mache, mit dem Schwimmen quasi, ist dann oben so. So. Ah, okay, dann habe ich das falsch. Also wie ein Scheibenwischer beim Auto. Einfach nur so. Okay. Und das Hochladen geht so. Hochladen ist wie der Blinker, ja, das habe ich verstanden. Genau. Danke. Okay, super. Okay, dann können wir ja gleich mit dem Meditieren anlegen. Anfangen. Und unser Meditationswort, die Clara schreibt noch. Ja, danke. Und unser, das ist jetzt speziell für mich das Wort? Das ist jetzt speziell für dich. Das wird euch jetzt überraschen. Ich habe das auch gerade erst bekommen, aber das ist mega wirkungsvoll. Das Meditationswort ist Peace. Das englische Wort für Frieden. Peace. Peace. Und was du machst ist, du machst es lange. Peace. Okay? Und das S ist auch lange? Auch ein bisschen länger, aber vor allem das I. Okay. Okay. Neigen wir uns nach links oder nach rechts? Nee, das habe ich falsch vorgemacht. Ich neige mich eigentlich nicht. Ich wollte nur zeigen, dass das Wort lange geht. Ach so. Aber wir neigen uns nicht. Okay. Aber du machst ein langes Pie. Okay, dann sind wir alle bereit. Ja. 20 Minuten. Alle haben die Hütte. Stefan, hast du deinen Hut auf? Ah ja, hast du. Okay, dann geht's los. Und. Peace.